Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute einen Blick in die Karten für dich werfen. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie dir an und schaust, ob du mit ihr in Resonanz gehst. Wenn die Antwort darauf ja ist, zeigt das einfach, dass die Legung dich gefunden hat. Meine Legungen sind auch nicht geschlechterspezifisch, auch wenn sie immer aus der Sicht einer Frau gemacht sind. Das liegt einfach daran, dass die meisten Zuseher Frauen sind. Sie gelten aber für jedes Geschlecht. Man kann das Geschlecht einfach auf seine Situation ummünzen. Ich werde jetzt auch direkt mal durchmischen. So, dann starten wir los. Wir fangen an mit der Sonne, der Sechs der Schwerter und der Königin der Stäbe. Es geht um eine Person, die sich von dir distanziert hat. Und mit diesem Menschen hast du einiges durchgemacht. Die Königin der Stäbe, das bist du, und du warst für diesen Menschen eigentlich wie eine Sonne. Nur wurde diese Sonne nicht wertgeschätzt. Das heißt, es geht hier um jemanden, der dich nicht wertschätzen konnte, der nicht realisiert hat, was er an dir hat. Und hier geht es gar nicht darum, dass diese Person keine Gefühle für dich hatte oder dich einfach nur zum Spaß hatte, sozusagen, mit dir gespielt hat, auch wenn es manchmal danach aussah. Hier geht es einfach um diese mangelnde Wertschätzung. Die war nicht vorhanden. Nur hat sich was verändert. Du hast dich auch verändert. Die Königin der Stäbe, die hat auch ihren Stolz, die lässt sich nicht alles gefallen. Legen wir noch ein paar Karten dazu. Wir haben die Sechs der Münzen, wir haben die Drei der Stäbe und wir haben die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Karma sehe ich hier. Momentan hat diese Person ein schlechtes Gewissen. Dieses schlechte Gewissen kommt von einem Gedanken, der sich den Weg in das Herz dieses Menschen gebahnt hat. Nämlich, ich habe sie eigentlich gar nicht verdient. Sie hat so viel gegeben und ich habe sie so behandelt. Und ich sage absichtlich, dieser Gedanke kommt vom Karma, weil er, um den es hier geht, der hat von Natur aus nicht wirklich diese Reue. Der hat ein Ego, der hat narzisstische Züge. Der macht sich hauptsächlich Gedanken über sich selbst. Der weiß nicht zu schätzen, was andere tun. Stellt sich selbst auf ein Podest und erwartet von seinem Umfeld, den Menschen, die ihn lieben, dass sie ihn auch auf ein Podest stellen. Und er dachte eigentlich, dass du das ewig machen würdest. Und er denkt auch jetzt, dass es so weitergehen wird. Nur hat er durch das Karma diesen Gedanken erhalten. Du weißt, das Karma. Jemand anderen ausnutzen
und das weiter tun, irgendwann kommt dann doch dieses Gefühl, da habe ich etwas getan, was nicht richtig war. Und hier geht es gar nicht um, dass du ihm irgendwie das heimzahlst und jetzt dann auch anfängst, mit ihm zu spielen oder dich auf sein Niveau herablässt, wenn ich das so sagen kann. Aber es geht einfach um dieses Gefühl, was in ihm drin ist. Das ungute Gefühl, dich nicht verdient zu haben, dass du zu gut für ihn bist, weil du eben nicht das tust, was er tut, weil das Verhalten, was er an den Tag legt, ist unreif und egoistisch. Schauen wir weiter. Vier der Schwerter. Drei der Kelche. Königin der Schwerter. Er versucht sich von diesem Gedanken, von diesem Gefühl, was in ihm hochkommt, abzulenken. Er sucht anderweitige Ablenkung. Er geht aus, trifft sich mit Freunden, trifft sich vielleicht sogar mit anderen Frauen, um von diesem Gedanken wegzukommen. Er denkt sich, wenn ich irgendeine andere finde, dann wird das schon werden, dann wird der Gedanke von selbst verschwinden. So ist es doch oft, wenn man irgendwas hat, was einen beschäftigt, dann kann man es auch verdrängen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Nur funktioniert das nicht. Selbst wenn er mit einer anderen Frau in Kontakt ist, wenn er mit einer anderen Frau spricht, bist du in seinen Gedanken, hier als Königin der Schwerter. Warum jetzt als Königin der Schwerter? Weil das das Bild ist, was er von dir hat. Das ist das Bild, was durch das Karma hervorgerufen wird. Weil die Königin der Schwerter, die ist streng und die lässt sich nichts gefallen. Und die lässt auch nicht so einfach jemanden an sich heran. Die lässt niemanden einfach in ihr Herz. Die stellt klar, wer sie ist und die lässt sich nicht manipulieren. Die lässt nicht zu, dass man mit ihr spielt und die wartet auch auf niemanden. Und ich weiß, viele, viele wollen eigentlich nie diese Königin der Schwerter sein, aber die Königin der Schwerter ist einfach manchmal gut, die ist manchmal notwendig. Gerade auch in Situationen, wo man schwierige Entscheidungen treffen muss oder wo man eine schwere Zeit durchmacht. Weil die Königin der Schwerter es einfach schafft, das zum eigenen Vorteil zu meistern, die schwierige Zeit. Einen klaren Gedanken zu haben. Weil die Königin der Schwerter ist nicht nur hart fokussiert, nein, die ist auch gerecht. Was wird er als nächstes tun? Mäßigkeit. Achter Stäbe. Rat des Schicksals. Er erwartet, dass du auf ihn zukommst. Er erwartet, dass du dich bei ihm meldest, dass du versuchst, in Kontakt mit ihm zu treten. Wir haben hier das Rad des Schicksals. Und was ich dir sagen kann, ist, dass er, wenn du das tust, eine Freude verspüren wird. Das bedeutet nicht, dass er dir diese Freude zeigt, aber er wird sie verspüren. Weil er sich dann darin bestätigt sieht, dass er großartig ist und dass dieser Reuegedanke nur Humbug war. Der wird aber weiterhin präsent sein, auch wenn er das nicht glaubt.
wenn du dich nicht bei ihm meldest. Wovon er aber nicht ausgeht. Also er geht wirklich davon aus, dass du dich bei ihm meldest. Das kann ich dir ganz klar sagen. Wird er nach einer Zeit traurig werden? Er merkt dann, dass ihm etwas fehlt. Er merkt, dass du ihm fehlst. Deine Nähe fehlt ihm. Das Gefühl des Vermissens wird stärker. Das Gefühl, dich nicht verdient zu haben, wird stärker. Auch aufgrund der Erkenntnis, dass du nicht bist wie die anderen. Du bist anders. Du hast eine andere Ausstrahlung. Hier die Mäßigkeit. Er hat es immer geschafft, in deiner Nähe zur Ruhe zu kommen. Er hat deine Energie abgezapft und sich selbst damit aufgetankt. Nur die anderen haben nicht dieselbe Energie wie du. Die anderen sind nicht wie du. Und da ist er in diese Falle hineingelaufen, in die viele Leute hineinlaufen. Nämlich, dass sie glauben, man kann einen Menschen, der einem sehr, sehr wichtig ist, auch wenn man es nicht offen sagt, auch wenn man es sich selbst nicht eingesteht und sich selbst belügt, einfach ersetzen, austauschen. Wie wenn irgendwie ein Auto kaputt ist, dann kauft man sich ein neues. Kann man sich auch dasselbe Modell kaufen, dann hat man genau dasselbe Auto wieder. Oder wenn irgendein Gewand kaputt ist, kauft man sich ein neues. Man kann genau dasselbe wieder kaufen. Ja, gut, mit der, das ist mir zu kompliziert. Ich will mir da keinen Fehler eingestehen. Ich suche mir einfach eine andere. Oder der zickt rum, ich suche mir einen anderen. Nur dann kommt die Erkenntnis, dass niemand ist wie der oder die, weil man einen Menschen nicht ersetzen kann. Man kann ihn nicht ganz ersetzen. Du wirst nirgendswo denselben Menschen ein zweites Mal finden. Und das macht den Menschen aus. Der Körper, die Seele, dieses Einmalige, das unterscheidet den Menschen eben von irgendwelchen Sachen, die man einfach austauschen kann, irgendwelchen physischen Gegenständen, die man einfach neu kaufen, neu erwerben kann. Die Energie, die Aura, das ist so etwas Besonderes, Individuelles. Und Menschen, da fällt mir nur ein, sind irgendwie alle gleich, sie gehören zur selben Spezies, aber sind doch so verschieden. Und da geht es auch vor allem um das, was im Inneren ist. Die Seele. Fünf der Stäbe. Der Gehängte. Umgedreht. König der Münzen. Es wird ihm schwer fallen. Er wird dann vor einer Weggabelung stehen. Versucht er weiter zu verdrängen, versucht er weiter seinem Ego treu zu bleiben, mit dem Wissen, dass der Kummer, der Herzenskummer nicht weniger wird, sondern im Gegenteil mit der Zeit nur intensiver. Versteckt er sich in der Rolle des Königs der Münzen, der den Blick nicht einmal hebt, der so auf sich selbst fokussiert ist und alles andere ausblendet. Oder beweist er Mut, beweist er Stärke, beweist er Weisheit, indem er sich überwindet, seinem Herzen folgt und
es einfach versucht, wieder gut zu machen. Weil für die Erkenntnis ist es noch nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, eine Aussprache zu haben. Es ist nicht zu spät, reinen Tisch zu machen. Das bedeutet nicht, dass du ihm sofort vergibst, ihm eine neue Chance gibst. Das musst du dann entscheiden. Aber es geht hier auch um Seelenfrieden. Mit dem Menschen zu sprechen und ihm sein Herz auszuschütten, mit dem einiges passiert ist, zu dem man einfach diese tiefe Bindung verspürt, die nicht weggeht. Weil wenn man das tut und zu sich selbst und zu dieser Person ehrlich ist, fällt einem ein Stein von Herzen. Und das ist nicht so, dass er das nicht weiß. Tief im Innern weiß er das. Er hat das Wissen, es ist ihm klar. Nur ist das eben hier, die fünfte Stäbe. Für ihn ein Kampf zwischen Ego und Herz. Zwischen kurzfristig denken und langfristig denken. Stolz behalten oder Seelenfrieden. Was ist die richtige Entscheidung? Und jetzt werde ich noch drei Karten auf euch beide legen zum Abschluss der Legung. Wenn sie dir gefällt und du mir gerne zuhörst, aktiviere unter dem Video gerne die Benachrichtigungsglocke, dann wirst du keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Magier. Sechs der Kelche. Page der Kelche. Zwischen euch ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hier müssen noch jede Menge Gefühle raus. Und dazu ist mindestens eine Aussprache notwendig, wo alles rauskommt. Wo man alles erzählt, was man fühlt. Schluss mit den Geheimnissen. Schluss mit den Geheimnissen. Alles wird ausgesprochen. Und das hat zur Folge, dass man sich erstens besser fühlt, dass man zweitens Klarheit hat, weiß, was Sache ist, endlich die Information hat, die man braucht. Man weiß, was im anderen vorgeht und hört es auch aus seinem Mund, weil natürlich, wenn du jetzt eine Legung hörst, dann hast du dann vielleicht mehr Wissen als vorher. Aber es ist nochmal was anderes, wenn dir das dein Gegenüber ins Gesicht sagt. Und vor allem auch, wenn du weißt, es kommt von Herzen und es wird nicht nur einfach so gesagt. Und drittens, du kannst diese Information dann verwerten. Mit der Klarheit kannst du mal nachdenken, was machst du als nächstes? Was macht am meisten Sinn für dich? Und das war jetzt auch die Legung. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du denkst, was du fühlst. Ich lese mir die Kommentare immer durch, auch wenn ich es nicht immer schaffe, auf alle zu antworten. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.